Was mich als Mathematiker interessiert, ist Struktur zu entdecken und mit Hilfe dieser Struktur dann gewisse Phänomene besser verstehen und erklären zu können. Die Strömungen in den Ozeanen werden meistens vom Wind erzeugt. Auf ihrer Seite ist das Wasser der Ozeane sehr wichtig für die Wärme, Transport der Wärme. Das beeinflusst auch die Atmosphäre. Und diese Wechselwirkung hat einen Einfluss auf das Klima auf der ganzen Welt. Und diese Phänomene besser zu verstehen, ist mathematisch und physikalisch interessant und wichtig. Aber es ist auch wichtig für die Gesellschaft, diese besser zu verstehen, weil man dann besser Vorhersagen machen kann. Die Universität Wien hatte letztes Jahr 2 Wittgenstein-Preise, heuer gab es nur einen. Das bedeutet natürlich für die betroffenen Fächer eine ungeheure Möglichkeit, Forschung durchzuführen. Sie bedeutet eine Ermutigung für die Nachwuchswissenschaftler, die in diesen Teams bei hervorragenden Wissenschaftlern arbeiten werden. Und sie bestätigt den Aufwind, den wir auch in Rankings in der letzten Zeit haben, den die Universität Wien in den letzten Jahren genommen hat. Grundsätzlich befasst sich die Literaturwissenschaft ja mit dem gedruckten Wort, aber gerade im Fall von Lyrik ist das gesprochene Wort ein ganz wichtiges Medium, in dem Gedichte publiziert, also publik gemacht und auch rezipiert werden. Und da setzt mein Projekt an. Also Ziel ist es, eine alternative Literaturgeschichte zu schreiben, die den mündlichen Vortrag ins Zentrum rückt. Und die gesellschaftliche Relevanz liegt unter anderem darin, dass Spoken Word Poetry viel, viel zugänglicher ist als Medium, als herkömmliche Print Poetry sozusagen. Das heißt, unter anderem hat der Vortrag Möglichkeiten geschaffen für soziale Randgruppen oder im Literaturbetrieb weniger privilegierte Gruppen wie Black Poets, Women Poets, Queer Poets. Und das heißt, mein Projekt leistet da auch ein Stück allgemeine Kulturgeschichte. Der Wittgenstein-Preis ist die höchste Auszeichnung, die wir vergeben in der Wissenschaft. Das ist der österreichische Nobelpreis und der zeigt einfach, welche Spitzenleistung wir in der Wissenschaft hier in Österreich zu Wege bekommen. Die Tatsache, dass man Zeit, Geld hat und die Freiheit, sich mit verschiedenen Fragen zu befassen in den nächsten Jahren, das ist sehr wichtig für mich und auch für meine Mitarbeiter. Und es ist ganz toll, dass sowas in Österreich möglich ist. Es ist ein weiterer Mosaikstein in unserem Renommee. Der Preis ist vor allem für den Forscher selber, dass er Freiraum hat, Finanzen hat, eine Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln und sein fantastisches Forschungsprojekt zu realisieren. 6 Jahre gesicherte Förderung. Mit einem großen Team, also es werden 2 Postdocs und 2 Predocs mitarbeiten und man kann sich ganz intensiv einem Herzensthema widmen. Also das wird wunderbar, ich freue mich wirklich schon sehr.